Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Motherisches Bleeding, Freunde. Wir sind zurück. Die Revolution ist in vollem Gange. Wir haben kaum noch Energie. Boris geht's gar nicht so gut. Aber was sollen wir machen? Wir nehmen dieses Gerät hier. Alter, wer ist das denn? Dr. Eggman, Alter? Verdammt! Was ist das denn für ein Monster? Du steckst hinter diesem Blutbad. Ich werde dir wohl eine Abreibung verpassen müssen. Oh, abgerieben werde ich gerne. Mal sehen, wie die kleinen... Was? Wie deine kleinen Fäuste gegen mein Baby abschneiden. Okay. Alter, Silvester. Okay, ich werde auf jeden Fall ziemlich krass draufgehen. Oh. Alter. Ich besorge mir hier erstmal einen ordentlichen Juice, würde ich sagen, hä? Oh, boah, so viel Schaden macht er. Voll fies und gemein und frech. So, okay, okay. Na klar. Okay, wir überspringen das hier, so gut es geht. So, der wird jetzt erstmal seinen Gasbrenner hier anwerfen. Okay, der Hund war kein schweres Ziel. So, da wird, ey, guck mal, die Alte, die brennt ja hier, verkrustet. Aha. Ich hau die erst weg. Und jetzt hole ich mir den hier wieder. Okay, okay. Er ist schon ein bisschen auseinandergenommen. Komm schon, Hundi. Oh, aus der Luft weggeklöppelt. Hier, Dr. Eggman. War Dr. Eggman immer schon Mitglied der russischen Front hier? Gibt's ja nicht. Ah, die wird gebrutzelt. Die auch. Hier rein damit. Kriegt schon eine richtige schöne Kruste. Okay, es muss reichen erstmal. Oh, 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 Hundi. Hundi ist on fire. Alter, hier mein Explosion Hammer ist aber. Ha! Hallo auch, Herr Puppenspieler. Hey, hey, warte, ich hier bin eine bedeutende Persönlichkeit. Ich kann dir einen Regierungsposten verschaffen. Bitte tu mir nicht weh. Wie dein Schädel wohl klingt, wenn er aufs Pflaster schlägt. Bam! So, hast du jetzt davon. Ich will keinen Regierungsposten, Junge. Das war es. Sie haben wohl nichts mehr, was sie nach uns werfen können. Wir haben es ihnen wirklich gezeigt. Fehlt ihnen nur der Weg in den Regierungssitz. Es muss doch... Was? Es muss doch Eingänge mit weniger Sicherheit geben. Tja, da haben wir direkt erstmal den Endboss zum Beginn der Folge. Haben wir direkt erstmal den Endboss gelunzt. So schwer war der gar nicht, ne? Neue Arena freigeschaltet. Stadtluft, frische Luft, bla bla bla. Okay, okay, cool, cool, cool. Wir haben coole neue Sachen. Wir können coole, tolle neue Dinge machen. Wir sind eigentlich ziemlich coole Russen. Kapitel 7. Gefangen. Oh, Neonlichter. Synthwave. Jetzt geht's ab. Sehe ich das richtig? Unser alter Freund, diese kleine Ratte? Ich dachte, deine Art hätte ich ausgerottet. Dich kann es eigentlich gar nicht mehr geben. Unter Artenschutz stehen ja nur Tiere. Muss ich Strafe zahlen, wenn ich deinen Kopf auf meinen Kaminsims stelle? Du denkst immer noch klüger als die anderen zu sein, hä? Dass du deswegen hier reingekommen bist, dass die Bratwa das nicht im Griff hat? Okay, Kumpel, wir haben dich erwartet. Hä? Hundis, Alter, jetzt gibt's hier einen Fight. Junge, was willst du, Junge? Au! Die Hunde musst du direkt ausschalten, die sind einfach zu krass. Ich weiß, es missfällt mir eigentlich, Hunde anzugreifen, aber was will man machen? Alter, Schrotflinte! Kabam! Hoho! Ballerburg! Komm, mehr Energie. Oh, oh! Was? Ihr habt doch gerade auch geschossen! Voll gemein! Stand da unten gerade, du willst deine Freunde schlagen? Okay, wir überspringen das und gehen direkt über in den Fight der Fights. Bam, Alter. Knie. Junge. Tick, tick, tick. Tick, tick. Autsch.
So. Bam. Na, wo bleibt der andere? Da muss doch noch einer in der Flinte kommen. Da. Oh nein. Oh nein, Alter, als ob. Als ob die mit mir so Tennis spielen, ey. Werde 10 in einer Arena erreichen. Wie soll ich denn das hinkriegen? Ich habe einen steifen Zeigefinger. Das geht leider nicht. Die wichtigste Taste kann ich nicht bedienen. Ist schon mal besser gelaufen. Ist schon mal besser gelaufen. Ey, was? Was ist das? Au, au. Okay, okay, Bros. Hä, mit der Flinte. Ah, wir sammeln erstmal hier so ein paar Leute. Hey, hey, hey. Oh, nice! Ey, aus der Luft geschnappt, das Ding. Dem Hund den finalen Stoß gegeben. Alter. Oh. Ey, hallo. Ich war zuerst im Sprungangriff. Was soll das? Oh. Das gibt's doch nicht! Unfaires Spiel! Die treiben unfaires Spiel! Sieht doch jeder. Kann man den armen Boris denn einfach mit einer Schrotflinte angreifen? Der kann doch überhaupt nichts dafür. Er wurde da reingezogen in die Situation. Er kann nichts dafür. Man hat ihn festgehalten und als Versuchskaninchen missbraucht. Oh, ich war zuerst in der Luft, aber ist egal. Da, was ist das? Gibt's doch nicht. Als ob. Alter, dieser Hund. So, her mit dem Ding. So, wegrasiert. Als ob der wieder aufsteht, ey. No, jetzt kommen die wieder mit ihren dämlichen Sprungangriffen. Hebt das auf! Warum hebt das nicht auf? Muss ich die Typen in den Jogginganzügen hier auch noch bekämpfen? Aha, aha. Nice. Okay, Alter, warum liegen hier so... Hier liegen sehr viel. Gott, shit, 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 shit. Her mit den Flinten. Okay, ah. Okay, Tor ist offen. Okay, okay, die wollen es echt wissen. Oh, Alter, was poliert er denn da, sein Knüppel, ey? Was sind das hier für Räume? Hier werden Gegner gezüchtet. Er hat seinen Arm verloren. Mikael, so sehen wir uns wieder. Was ist mit deinem Arm passiert? Du willst wissen, was mit meinem Arm ist? Das willst du wissen? Du warst das. Ich? Wovon redest du? Das ist wegen dir. Glaubst du, deine Handlungen haben keine Folgen? Auf die Sicherheitsleute schießen? Sich in der Bratwahl widersetzen? Was sollte denn sonst passieren? Das soll wohl ein Witz sein. Es waren deine Sicherheitsleute, die den Aufstand verursacht haben. Sie haben uns Zivilisten abgeschlachtet, wir haben uns bloß verteidigt.
Bloß verteidigt? Soll es ein Witz sein? Du bringst Soldaten um, Cops, dann kommst du her und legst dich mit Mafia-Bossen an. Dir ist nicht klar, wem du an den Koffer kackst. Ich muss die Verantwortung tragen, damit sie dir noch eine Chance geben. Das hat mich meinen Arm gekostet. Für den Irrsinn, den du angestellt hast und damit du mir verzeihst. Mach es also nicht noch schlimmer. Kehr um, geh zurück ins Camp, mach Pause. Wenn du auf mich hörst, können wir das immer noch überleben. Genug von diesem Schwachsinn, Mikael. Ich habe dich nie um ein Opfer gebeten. Ich bin auch nicht mehr sauer, dass du die Seiten gewechselt hast. Wenn du das Schweinchen der Bratwa sein willst, bitte sehr. Ich tue bloß, was zu tun ist, um für Ordnung zu sorgen. Verdammt, so habe ich dich nicht erzogen. Vlad und all seine Reden haben dich verändert, wie dem auch sei. Ich kann dich nicht zwingen, aber sag nicht, dass ich dich nicht davon abbringen wollte. Sicher, danke für deine Ratschläge. Hat er uns einfach mal jetzt die Tür geöffnet hier? Okay, cool. Wow, das sieht aber nach russischer Sonderkampfarena aus. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, lehnen Sie sich zurück, denn gleich beginnt unsere Show. Im Mittelpunkt steht heute jemand, den Sie alle gut kennen. Sie wollten ihn tot und Sie haben ihn hergejagt. Für seinen aufgespießten Kopf haben Sie bezahlt. Erleben Sie nun die Hinrichtung. Heute Abend geht es um Blut, Tränen und Fleischwolf. Doch genug gewartet. Her mit den Schlachtern. Okay. Oh, wow. Okay, die sind aggressiv. Die sind aggressiv. Das muss sich ändern. Aua. 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 Okay. Diese Ausdauer, diese Effizienz. Die stete armselige Hoffnung. Aber sie wollen mehr. Und das bekommen sie. Vor allem auch mehr Blut. Halten Sie Ihre Regenschirme bereit. Die Tore öffnen sich. Ein neuer Kampf beginnt. Okay, okay, okay. Oh, oh. Security Guys, Security Guys, der da hat eine Schrotflinte und schießt mich und alle seine Freunde tot. Na toll. Okay, okay, diesmal habe ich die Schrotflinte nicht. Meine Damen und Herren, jetzt geht er los. Aua. Das ist so nervig, dass du, ne? Da, zack. Das ist doch unglaublich. Pff. Kannst nichts machen. Jetzt kommt der nächste. So, musst du beide am Boden halten irgendwie. Und dann... guck mal, was er aushält. Es dauert ja Jahre, Monate, Wochen, Tage. Oh Mann. So, wird er mit dem Helm rasiert hier. Okay, okay, es geht weiter. Runde 2. Hauen wir uns mal hier ein bisschen von der Sahne in den Kopf. So, wo bleibt der Kerl mit der... Alter. Junge. Huhu, Konzentration, Kreis. Alles kann noch, es kann noch gewonnen werden, diese Schlacht. Oh. Schön ansaugen hier. Hier wieder voll machen und wieder hier voll machen. Zack. Okay, okay. Er macht weiter. Er lässt sich nicht beirren. Er ist Boris. Boris, der Harte.
Ey, ey, ey. Bam, bam. Und zack, da nochmal eine Kombo. Hier nochmal, der ist doch am Ende. Der kann doch nichts mehr. Was für eine herrliche Wut. Kein Wunder, dass diese Ratte ihrem Käfig entwischt ist. Genossen, wir haben den Zwischenakt erreicht. Unser Gast steht seiner eigenen Art gegenüber. Von der Droge Negro verwüstet. Sehen wir zu, wie die kleinen Schweinchen es austragen. Mikael, mein Freund, öffne das Tor. Okay, Stahlträger am Start. Bam. Okay, okay, hier so ein paar Grobiane, die kriegen wir noch. Und hier machen wir mal hier so ein Smash. Und ihr wollt auch noch mal Smash. Und ihr wollt auch noch mal Smash. Kabam, Alter. Bam. Halt. Ich meine, guck mal, hier liegen viele potenzielle aussaugbare Opfer rum. Aber im Moment geht es uns ja ganz gut, deswegen warten wir noch erstmal ein bisschen ab. Okay, da kommt schon wieder so einer. Mein Stahlträger hält einiges aus, Junge. Du und deine Freunde, fliegt alle durch den Saal. Bam. Da, er wird gebounced. Gebounced, Alter, gebounced wird. Haben Sie das gesehen? Was für ein Tier. Doch nun, der Moment, auf den Sie gewartet haben. Heißen Sie ihn herzlich willkommen. Unseren Champion, unser Monster, unsere Schöpfung. Mascha. Oh. Ist das wegen Mascha und der Bär? Oh. Als ob. Mascha, beruhig dich. Guck mal, Alter, wie ich auf diesen Hund einschlage und es überhaupt nicht funktioniert. Das ist doch so dumm. Hä? Als ob der jetzt da irgendwie eine Leiche schmeißt. Autsch. Oh, ey. Selbst Berserkern bringt hier nichts, oder was? Nö, gar nichts bringt Berserkern. Toll. Super Spiel. Hast du wieder mal gut angestellt. Mascha, chill mal. Chill mal, Bär. Chill, Bär. Ey, als ob, ne? Wirklich. Also, das muss doch mal einer kontrollieren hier. Das muss doch mal... Irgendwer muss das doch regeln hier gesetzlich. Au. Ich kann nicht ausweichen. Voll dumm. Komm schon. Wieso hast du denn jetzt den Mann da geschlagen, blöder Bär? Ausweichen! Ich kann nichts machen! Wie unfair! Es muss da irgendwie einen Move geben, dass man diesem... Weil sonst brüllt er einfach noch fünfmal und macht mich dann kaputt. Da! Ausweichen! Ich kann nichts drücken! Das geht nicht. Als ob. Als ob du das machst, Marsha. Ey. Da den alten Bären gesmashed, ey. Also, ihr Feiglinge, mir hat euch die Show gefallen. Oh oh. Mein Gott, es war so brutal. Ich nehme an, du wusstest von der Falle für mich.
Ich hatte dich gewarnt, mehr noch angebettelt. Machst du weiter, wird es dich das Leben kosten. Es ist ein Wunder, dass du noch nicht tot bist. Und du kniest weiterhin vor deinen Herren. Das hat sich ja bewahrt, oder? Wenn du nur genug mit dem Schwanz wedelst, schneiden sie ihn dir nicht ab. An dir ist wohl nichts mehr menschlich, oder? Hast du während der Show geschlafen? Die sind die Monster, nicht ich. Mit Wahnsinnigen kann man nicht verhandeln. Also hör auf zu reden und führe mich zu ihnen. Gott sei unseren Seelen gnädig. Das war's, Freunde. Das war der Kampf in der Bärenarena. Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr euch die nächste Episode auch noch anseht. Ne? Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid alle beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.